Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimwarg, Labyrinth of Lies. So, ich mach mal die Pause raus. Also, das ist jetzt der zweite Teil der aktuellen Aufnahmesession. Ich musste ja leider kurz zwischendurch mal pausieren. Deswegen machen wir jetzt hier gerade weiter. Erstmal geht unsere Fackel gerade aus. Also, wir stecken immer noch in dieser blöden Sackgasse fest, von der ich immer noch nicht weiß, was ich von ihr halten soll. Ich habe zwar hier diese Nachricht gefunden, dass die Licht und Schatten zusammen tanzen, flackern, balancieren. Ja. Und können Tricks of the Eye herstellen. Gut. Also ich kann die leere Fackel hier mal reinstecken, aber das scheint auch nichts gemacht zu haben. Was ich in der Zwischenzeit kurz offscreen rausgefunden habe: ich kann die Feuer löschen, ohne dass es hier zugeht. Jedenfalls die Feuer, vor denen ich mich direkt stellen kann. Bei dem Feuer bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Muss ich ausprobieren. Aber ja, auch das kann ich löschen. Und wenn ich das Licht ganz ausmache, passiert nichts. Ach ja, mein Schwert sollte ich auch wieder in die Hand nehmen. Also ja, Licht und Schatten können Tricks fürs Auge erzeugen. Und es muss hier irgendwas geben, um das Schloss hier aufzumachen. Damit mache ich eigentlich nur wieder die Tür zu. Ja, und hier gibt es auch Licht. Ich muss irgendwie an den Schlüssel nach hier rankommen, weil einen anderen Weg sehe ich jetzt wirklich nicht. Hier drin war auch nichts. Da kann ich keinen Speer hinhängen. Und hier komme ich halt nur mit dem Orb rein. Das habe ich aber auch markiert. Oh, damit mache ich hier zu. Ah, Tatsache. Das heißt, ich mache mal alles an. Das war jetzt zu viel des Guten. So, wenn ich jetzt zumache, geht hier auch zu, okay. Das hat also nichts direkt geändert. Nö. Oh, da hat jemand Hunger. Da kümmern wir uns gleich drum. So, zum Glück habe ich noch Fackeln übrig. Ja, hahaha, du mich auch.
Ja, und so schalte ich einfach nur die Dinger um. Okay. Und ja, ich sehe es halt hier durchflackern, aber ich sehe hier nichts. Okay, machen wir mal das nächste aus. Das war nur meine Lebensregeneration. Ich sehe immer noch nichts Absonderliches. Kann hier leider auch niemanden abfackeln direkt. So, das heißt, ich switche hier mal um. Mach hier wieder aus. Weil irgendwas muss es mit dem Raum auf sich haben, sonst würde es hier nicht das Lichträtsel geben. Ja, wenn ich hier ausmache, ist dunkel. Ändert jedoch nichts am Rest. Dass ich zum Beispiel hier nicht durchkomme. Ja, so kann ich das aufmachen. Ohne dass ich mit dem Feuer rumspielen muss. Und ich glaube auch nicht, dass ich die in einer bestimmten Reihenfolge anzünden muss. Das hier war ein Secret-Bereich, soweit ich weiß. Eine Fackel. Die habe ich, glaube ich, dann noch raufgelegt in der letzten Aufnahmesession. Weil das hier hatten wir auch. Ja, mit dem Grinding Stone by Stone. Das hatte nur das hier aufgemacht. Hier hatte ich den Hot und den Coolstone gefunden. Das konnte ich nicht hauen. Was das hier angeht, habe ich auch irgendwie keine Lösung. Also ja, ich könnte mal versuchen, das habe ich mir schon überlegt, das Ding hier in ein Stasefeld zu packen. Und es einfach mal zu smiten. Ne. Lifesteal wird mir nichts bringen. Weil drauf feuern wird mir nichts bringen. Nö. Hattest du das Stasefeld? Prismic Prison, genau. Nein.
Das bringt mich immer noch um. Und das ist auch kein Altar zum Reisen. Okay. Laden wir. Gut. So, bring mich erstmal wieder hier hin. Die kann ich leider nicht wieder anzünden. Hier ist halt auch nichts mehr, was mir in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Dass zum Beispiel irgendwer den Schlüssel verloren hat. Ich hab ja alles hier getötet. Da kann nichts mehr Lebendiges sein eigentlich. Ich meine, da kann nichts irgendwo in der Gegend rumgeflogen sein. Nö. So, hier ist gerade alles an. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt, einfach vor der Laterne zu rasten. Nee. Und alles dunkel zu machen bringt eigentlich auch nichts. Außer ich sehe hier funky Schattenwürfe, die mir irgendwie weiterhelfen sollen. Ja, ich muss ja zugeben, ich mag solche Rätsel. Aber ein paar mehr Hinweise hätte ich mir doch gerne gewünscht. Ja, das wird auch nichts bringen. Und die drei da unglaublich hell machen, wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Was steht denn hier nochmal? Light and Shadow dance together and one cannot be with the other. Playful they are forever pursuing and withdrawing, flickering and flirting, balancing the one another in harmony. This is often in these times that light will try to hide behind the cloak of shadows and shadow will look around the light. Ah ja, und Tricks für das Auge. Muss ich dann vielleicht... Nee, es sind nur drei Statuen. Und hier an den Fenstern ist auch nichts.
Das hat auch nichts geändert. Nicht wirklich. Und ich habe auch keinerlei Schlüssel. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur eine Torch. Noch irgendein Tipp wäre halt schön.